Yes, Leute, Herr Slonking ist im Gebäude, im Basketballatelier und es gibt ein bisschen Trainingscontent. Ich habe den Dr. Dish aufgebaut, die Rebound-Maschine, und wir gucken uns jetzt zwei Sachen an, die Slonking schon ein bisschen in seinem Game hat, aber die wollen wir noch weiter pushen, ein bisschen verfeinern. Und zwar die ersten 10 Makes, wir machen die zusammen immer abwechselnd, die ersten 5 nach rechts, die zweiten 5 nach links, ist folgende Kombo: Between the legs, behind the back, sidestep, zuerst nach rechts 5 Treffer, zuerst nach links 5 Treffer. Und die zweite Kombo ist Killer Cross. Wenn ich weiß, was das ist, hier oben Killer Cross Tutorial abchecken. Killer Cross, Tim Hardaway Senior natürlich. Between the legs, Crossover, auch mit einem Step Back, Sidestep. 5 Treffer rechts, 5 Treffer links, gibt uns insgesamt 10 wunderschöne Treffer für euch zum Nach- oder Mitmachen. Dr. Dish schießt die Dinger raus und wir legen los. Treffer rechts, Between the eye nach rechts. Nice. Drei.
hier einmal machen. Yes, sir. Yes. Yes. Du bist schon ruhig. Okay, Leute, das war eine kleine Trainingsinspiration, vielleicht auch für euch, wenn es um den Sidestep geht. Zuerst behind the back, dann Killer Cross. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, aber vielleicht habt ihr Bock, die mitzunehmen, in euer Game zu integrieren. Wertvolle Möglichkeiten. Wichtig, den Pickup spät machen. Wenn ihr die zweite Hand zu früh am Ball habt, wird euer Gegenspieler sagen, nee, das ist aber ein Schrittfehler. Okay, deswegen lasst euch von den ganzen Internet-Schiris und Leuten, die keine Ahnung von Details haben, nicht belästigen. Macht die Sachen clean und sauber und dann könnt ihr auch die Zeitlupe zeigen und erklären. Wenn ich will, kann ich sogar noch einen Schritt machen. Okay, dranbleiben, abonnieren, Glocke an, Slom King, überall genau dasselbe. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Dreier ist noch drauf.